Weißt du eigentlich, wie gut du Ski fährst? Wenn nicht, will ich dir mit diesem Video helfen, dein Fahrkönnen einzuordnen und dir aufzeigen, welche Potenziale vielleicht noch in deiner Skitechnik entdeckt werden wollen. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Video. So muss das sein. Und damit Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir alle kennen es, wir schauen Skifahrern aus dem Lift zu und denken bei dem einen so, ja, könnte noch ein bisschen besser aussehen, bei dem anderen, das sieht schon richtig gut aus. Aber wie gut die Skifahrer wirklich fahren, ist super schwer einzuschätzen. Und da gibt es in Deutschland 4 Kategorien, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Bevor wir reinstarten, ich habe einen Skikönnenstest kreiert, einen Selbsttest, wo ihr anhand von Fragen eine Einschätzung bekommt, wie gut ihr Skifahrt und was eure nächsten Meilensteine sind. Wenn euch das interessiert, schaut euch gerne mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung an, ist alles komplett kostenlos. Also, wir haben 4 Levels, wir haben den Einsteiger, den Fortgeschrittenen, den Könner und den Experten. Wie sind diese einzelnen Kategorien jetzt unterteilt? Der Einsteiger ist derjenige, der quasi das erste Mal auf den Ski steigt. Jetzt vom blutigen Anfänger bis zu den ersten Kurven dann im Schneeflug gefahren, gilt diese Kategorie. Bewegt sich hauptsächlich, wenn man so sagen will, auf grünen Pisten, vielleicht schon auf leichteren blauen Pisten. Gehen wir in die nächste Kategorie, zum Fortgeschrittenen. Da gehen wir dann vom Schneeflug ins parallele Skifahren über, wo wir auch schon so ein bisschen seitrutschen können, wo wir vielleicht schon auch schon etwas steilere blaue Pisten fahren können, wo wir vielleicht aber eine ganze Piste am Stück fahren können. Was folgt dann nach dem parallelen Skifahren? Genau, variableres Skifahren, dann auch auf roten Pisten, und das ist die Ebene, wo sich Könner befinden. Könner bewegen sich auch schon auf roten Pisten, vielleicht auch schon mal auf einer schwarzen, und wir beginnen dann in den ersten Lernzielen mit einer variablen Spuranlage. Das heißt, dass man auch mal kleinere Schwünge fahren kann, dass man gut auf engeren Passagen oder auf hochfrequentierten Pisten zurechtkommt, aber auch, dass man sein Tempo auf steileren Hängen besser kontrollieren kann. Dann geht es weiter, dass man einen stabilen Oberkörper bekommt, eine agile Beinarbeit, wo die Bewegung aus den Beinen initiiert wird. Geht dann weiter mit dem Verbessern des Kurvenwechsels, dass wir die Steuereigenschaften unseres Skis besser ausnutzen lernen, dass es leichter wird und dass wir auch nicht so in Rücklage fahren, was auch so ein bisschen damit einhergeht, was ich eben gesagt habe, dass wir eine bewegungsbereite Position haben. Abschließend gehen wir dann schon ins Carven über, das heißt, dass wir dann, wenn wir in die Kurve reingefahren sind, den Ski aufkanten und nicht mehr so stark über den Drehen fahren. Das heißt, dass der Ski hinten wegdriftet, sondern dass der Ski quasi wie auf Schienen um die Kurve herumfährt. Und das Endlevel in der Skitechnik ist dann der Expertenstatus. Was zeichnet den Experten denn eigentlich aus? Der Experte ist souverän in jeder Situation, das heißt sowohl im Steilhang als auch in der Buckelpiste, als auch im Tiefschnee, wie bei harten Bedingungen, als auch im sportlichen Schwung. Das heißt, der Experte fühlt sich in jedem Tempo, in jedem Gelände wohl und weiß, seine Skitechnik anzugleichen. Zudem werden die Bewegungen immer ökonomischer, das heißt, er kann mit weniger Bewegung mehr ausrichten und dementsprechend auch mit weniger Kraftansatz fahren. Er kann bestmöglich die Selbststeuereigenschaften des Skis ausnutzen. Und klar ist es auch, dass der Experte nicht ein Experte ist, sondern es gibt ja auch ein Spektrum. Das heißt, es gibt Skifahrer, die sind jetzt am Anfang des Spektrums, die kommen überall ganz gut zurecht. Aber es gibt dann auch Skifahrer, die überall zurechtkommen, aber dann auch noch
eine hochqualitative Kurve fahren können. Was bedeutet eine hochqualitative Kurve? Das bedeutet, dass wir über die Kurve immer eine bewegungsbereite Position haben, dass wir harmonische, rhythmische Kurven fahren, dass wir zur Kurveneinleitung über die Schaufel in die Kurve reinfahren, je nach Situation natürlich wieder angepasst, aber grundsätzlich, dass wir uns vor und in Richtung einer neuen Kurve im Kurvenwechsel bewegen und in der Kurvensteuerung den Kantwinkel erhöhen, den Druck erhöhen und auch nutzen. Das heißt, Kurvenlage einnehmen übers Kanten und gleichzeitig eine Ausgleichsbewegung mit dem Oberkörper machen. Also letztendlich wollen wir den Außenski früh treffen und harmonisch mit Bewegungsfluss aussteuern, wenn man es mal ganz komprimiert zusammenfasst. Jetzt würde mich mal interessieren, auf welches Niveau denn du deine Skitechnik einordnest oder einkategorisierst und was du denkst, was deine nächsten Meilensteine sind. Und wenn du da Hilfe brauchst, schau sehr, sehr gerne beim Skikönnstest vorbei, wo ich dir ja so automatisiert eine Einschätzung geben kann. Okay, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Skivideo wieder. Mach's gut, dein Julian. Ciao.